So, liebe Carrera-Freunde, herzlich willkommen zum 18. Lauf und mit dem Fahrzeug der Firma Fleischhut wird hier gleich Christian unterwegs sein im 18. Lauf, gefolgt von Hermann, der hier die 2 zugelost bekommen hat, nämlich den Audi A8 der Firma Plambeck, und das Fahrzeug der Firma Hamburg-Delmar wird hier gleich von Michael über die Strecke gejagt und Tobias wird hier gleich mit dem Wagen der Firma Mangels und Putzig unterwegs sein. Und Christian hat sich hier die Pole geholt vor Tobias, Michael und vor Hermann. Und hier geht es auch schon gleich los. Michael nimmt hier die Außenbahn und startet hier schon gleich mit seinem blauen Hamburg-Delmar. Dann die ersten Angriffsversuche. Aber der Weg ist hier zu weit. Er kann sich hier erst wieder vor Hermann einreihen, hat es also in der ersten Runde nicht geschafft, hier Tobias zu überholen. Und hier sehen wir es gerade, alle fahren jetzt hier die Ideallinie bis auf Hermann. Und Christian hat hier mit dem Fahrzeug das gleiche Problem wie Mike gerade eben im Lauf. Kann den Audi 8 der Firma Fleischhut nicht voll hier kontrollieren in der Kurve. Fliegt hier raus und verliert hier wirklich kostbare Zeit. Wir sehen es. Tobias vorne jetzt an der Spitze, dicht gefolgt von Michael und dann ist mit ganz viel Abstand Christian und dann, ja, wird die Kaffeefahrt hier fortgesetzt von Hermann. Christian versucht hier an die Box zu fahren und tankt erstmal auf, denn er hat eingesehen, das hat hier jetzt wenig Zweck, kommt hier vor den beiden Führenden wieder raus und Christian hat nach vorne hin jetzt ganz viel Platz und hofft so ein bisschen, dass Tobias und Michael sich hier gegenseitig ein bisschen behindern, aber Tobias macht es jetzt auch clever. Er fährt hier an die Box, weil er einfach merkt, das Duell mit Michael bringt hier erstmal gar nichts und Michael kann jetzt hier mit seinem schnellen Fahrzeug wirklich Sekunden gut machen. Christian fährt hier vor, Tobias wieder raus. Tobias lässt sich hier aber auf nichts ein, wechselt gleich in die ungünstigere Lage und kassiert hier Christian auch. Sehen wir hier, kommt vor Christian hier schön wieder über Start und Ziel. Und ja, jetzt wird es spannend für Michael, ob er hier das schafft, an Christian vorbeizufahren, um hier wieder zu versuchen, Tobias zu kassieren. Also das wird hier nochmal spannend, aber Michael fährt jetzt hier auch erstmal zum Tankstopp rein. Mal gucken, wie viel Sprit er hier aufnimmt. Hermann dreht hier wirklich einsam seine Runden. So, und Tobias kann auch hier wieder noch weiter vorbeifahren an Michael. Das heißt, Michael fährt nicht raus. Hier versucht Hermann rüberzufahren. Hermann, da tankt der Wagen nicht auf. Hermann ist hier über die Diode gefahren und fährt jetzt ganz nach vorne an Tankplatz 4. Während die anderen drei hier ihre Runden drehen. Ja, Christian kann auch hier nichts ausrichten, versucht hier an Tobias heranzufahren, wechselt immer wieder auf die Ideallinie, aber es reicht einfach nicht. Mit seinem Audi 8 der Firma Fleischhut kann er hier heute nur hinterherfahren. Und Michael dreht hier eine Runde schneller als die andere, fährt hier ganz sicher mit seinem Hamburg Delmar hier über die Bahn. Und ich bekam auch schon gleich eine Korrektur, als ich die technischen Daten im letzten Rennen hier anmoderiert habe. Also es wird hier mit 18,3 Volt gefahren und das Qualifying beträgt hier nicht 2 Minuten, sondern 3 Minuten. Also muss ich sagen, sind die Regeln, die auf der Homepage auf slotter-igo.de hinterlegt sind, auch nicht korrekt, denn daher hatte ich meine Information und da müsste der Administrator der Homepage wohl nochmal nachbessern. So, hier fährt Christian wieder rein zum Tanken. Wird dann wohl auch der letzte Tankstopp hier sein. Und hier kommt auch Tobias wieder rein und tankt hier erstmal auf. Wer musste da jetzt wieder eingesetzt werden? Das war Hermann, der hier zum dritten Mal jetzt die Bahn verlassen hat. Und da kann man auch sehen, dass hier also
Hermann noch ein bisschen unsicher ist mit seinem Audi 8 der Firma Plumbeck. Die anderen beiden hingegen, Michael glaube ich noch gar nicht neben der Bahn gewesen, Tobias nur kurz. Und hier sehen wir jetzt Michael wieder auftankt. Christian kann ihn hier noch überholen, aber nicht überrunden. Also Christian hier zurzeit auf Position 3. Und Tobias hat das auch ganz clever gemacht. Er hat nach vorne hin jetzt wirklich ganz, ganz viel Platz, während Michael hier noch den Hermann vor sich hat, den er jetzt also versuchen muss zu kassieren. Da muss er noch dran vorbei an Hermann, denn das kostet sonst zu viel Zeit, wenn er da jetzt hinterher fährt. Und da hinten ist Hermann auch schon rausgeflogen aus der Bahn und somit brauchte Michael jetzt keine großen Mühen, um hier dran vorbeizuziehen. Und hier sehen wir es gerade, der Audi 8 der Firma Mangels und Putzig hat hier locker den Wagen von Hermann kassiert. Sehen wir auch hier, wie schön, ich wollte gerade sagen, wie schön Tobias hier den Wagen um die Kurven lenkt, aber da ist es dann auch passiert. Er ist da dann rausgefallen und Christian kriegt das irgendwie so nicht so richtig geregelt, da zu tanken. Hermann hier vorne gleich Tankplatz 1. Und ich weiß nicht, ob das von Christian jetzt hier Absicht war oder ein Versehen, ob der Sprit hier noch reicht oder ob er nochmal reinfährt. Der muss nochmal rein zum Tanken, fährt gleich den ersten Tankplatz an und holt sich jetzt hier die Restmenge an Sprit. Also hier sehen wir jetzt auch den zurzeit Führenden über die Bahn jagen. Das ist Michael mit dem Wagen der Firma Hamburg Delmar. Und dahinter im sicheren Abstand dann Tobias. Also Michael hat das hier voll ausgenutzt, das schnellste Fahrzeug zu haben. Ist hier auch sehr sauber gefahren. Ja, und so wird dann hier auch gleichwohl der Zieleinlauf sein. Michael wird hier 10 Punkte sich holen für die Cup-Gesamtwertung. Hier fahren die Autos schon in die Box. Tobias belegt hier Platz 2 und Christian muss sich hier trotz Pole Position mit Platz 3 begnügen und Hermann belegt hier einen 4. Platz. Ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wir sehen und hören uns. Bis dann und bye bye.